Ich bin Jonas, ich bin 11 Jahre alt und ich habe genau 5 Hobbys. Und die zeige ich euch jetzt. Ich lerne gerade Posaune. Ich lese auch gerne. Und was ist das für ein Buch? Das ist die Geschichte von Markus und Martinus, norwegische Sänger. Mir war langweilig und dann habe ich gegoogelt, welches das coolste Lied ist auf der Welt. Und dann wurde halt dieses Lied da vorgeschlagen, dann habe ich mir das angehört und dann fand ich das richtig cool. Okay, das muss ich überprüfen. Also, coolstes Lied der Welt in die Suchmaschine und tatsächlich, da ist es. Und deswegen lerne ich auch Norwegisch. Ich schwimme auch gerne. Am liebsten tobt Jonas mit Stiefbruder Aaron und Freund Ole im Pool. Ich stelle euch jetzt mal meine Eltern vor. Das ist mein Vater. Und das ist meine Mutter. Mama Kerstin ist bei der evangelischen Kirche angestellt. Papa Lars arbeitet in einem Bauunternehmen. Die Pfeifers sind eine große Patchwork-Familie. Wir haben 6 Kinder. 2 gemeinsame Kinder haben Kerstin und ich. Ansonsten habe ich noch einen großen Sohn. Und Kerstin hat 3 Kinder mit in die Familie gebracht. Mein großes Hobby ist Kochen. Seit vielen Jahren hilft Jonas seiner Mutter in der Küche. Angefangen hat alles, als er noch ganz klein war. Ich saß manchmal einfach in der Küche und habe gesehen, wie Mama da kocht. Und dann dachte ich mir, dann helfe ich ihr einfach mal. Und seitdem mache ich es eigentlich fast jeden Tag. Dass sie gemeinsam kochen, hat also Tradition. Heute gibt es Eier mit Senfsoße und Kartoffelbrei. Du kannst schon mal die Kartoffeln schälen. Ach, na gut, dann mache ich mal die Kartoffeln. Das Kommando in der Küche hat mittlerweile Jonas übernommen. Fehlt noch was? An Jonas Geschmackssinn kommt kein Gericht vorbei. Und? Ja, aber fehlt noch ein bisschen Pfeffer. Und das Kartoffelpüree? Muskatnuss fehlt noch. Können wir eigentlich essen, oder? Weißt du, was ich mich frage? Ob man das noch erschmecken kann, wenn es püriert ist? Gute Frage. Das erfordert einen Test. Zunächst mal pürieren. Die Bürger von Peine ahnen nicht, dass sie in Kürze Testpersonen sein werden. So, und jetzt wird probiert. Wollen Sie mal was probieren und raten, was es ist? Das werde ich gerne versuchen. Na, was ist das? Das ist ein traditionelles Gericht. Irgendwie Schinken? Nee, das ist kein Eis. Kartoffeln? Spinat vielleicht. Das ist so Kuchenteig oder sowas. Kartoffelpüree, Ei, Spinat. So ein Kichererbsenzeug? Ein Gemüsebrei. Ist ja irgendein Mehl mit drin. Pürierte Gerichte erschmecken? Schwierig. 4 Stäbchen. Es waren Senfeier mit Kartoffelbrei. Aha, Senfeier mit Kartoffelbrei. Mario Barth, ich bin quasi in der Küche groß geworden. Wenn du glaubst, du kannst gewinnen, vergiss es. Wollt ihr noch mehr so frische Videos? Tja, egal ob Akrobatik oder Zungenbrecher, wir haben sie alle. Also, hier geht's weiter und denkt natürlich daran, abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.